5-Minuten-Tipps mit Stampin' Up! Produkten. Heute zeige ich dir, wie du solche Filmstreifen anfertigen kannst. Ja, ganz schnelle Sache. Ich habe hier ein Paket von Stanzform, Blühendes Glück heißt das, aus dem neuen Jahreskatalog. Das habe ich eigentlich hauptsächlich wegen dieser Stanzform bestellt, wegen diesem Streifen und diesem Streifen hier. Bei dem fiel mir nämlich sofort ein, damit kann ich doch wunderbare, schöne Filmstreifen für meine Scrapbooks machen. Ja, und wie geht das? Total einfach. Ich habe hier eine Seite gerade gestaltet, da hatte ich noch überlegt, nehme ich weiße Streifen oder schwarze Streifen. Die Insider sehen, dass hier ein Bild falsch ist, das ist Magdeburg. Da sollten wir nochmal was vom Hundertwasserhaus hin tun, aber nicht die Schule aus Wittenberg, glaube ich. Genau, ja, wie gestalte ich solche Filmstreifen? Ich finde das einen coolen Effekt, kann genau kleine Fotos da draufsetzen, so wie mir das passt, hochkant oder quer. Die Streifen in weiß oder schwarz oder vielleicht sogar bunt. Wie geht das? Ich lege das mal dahin. Ich habe hier die Stanzform. Ich habe hier Streifen zugeschnitten und zwar aus einem A4-Blatt. An der kurzen Seite auf 7 cm geschnitten habe ich 3 Streifen. Und dann nehme ich meine Schneidemaschine, mit der man schneiden, falzen und auch anzeichnen kann. Das heißt, ich lege die hier ein bei 1 cm, oben und unten. Schaue ich, dass es genau anliegt, mache die Halterung drüber und nehme meinen Bleistift und male hier, zeichne hier genau in der Rinne meine Linie an. Und die brauche ich, weil ich mit dem Augenmaß nicht so gut hinkomme. Genau. Und dann geht es weiter. Ich habe schon mal angefangen. Ich lege genau an die Linie meine Stanzform, nämlich hier ran, so dass ich auch überall den gleichen Abstand habe. Und dann wird das Ganze nämlich ziemlich gerade und kriegt nicht solche Knicks, wie wenn ich das nach Augenmaß mache. Wenn ich es da ganz genau haben will, schaue ich nochmal, wie viel Überstand ich habe, damit die nächste Schlinge ansetzt. Die Schneidekante geht nach außen und dann setze ich das hier an. Und jetzt kommt mein absolutes Hilfsmittel und das ist hier dieses Washi-Tape. Und ich weiß, wofür du es gebrauchen kannst. Hier kannst du es wunderbar einsetzen. Gerade anlegen, draufsetzen. Das geht relativ problemlos mit durch die Stanzmaschine. Und jetzt lege ich das hier ein. Kleine oder große Stanzmaschine, was du hast. Und dann wird es einmal durchgekurbelt. Mal gucken, was der Vorführeffekt so macht. Oh, hier ist mein letztes G. Das fehlte vorher noch. Ist es nicht schön? Alles taucht irgendwann wieder auf. So, und jetzt ist nur das Ding, dass du das Washi-Tape schon vorsichtig wieder abfummelst. Also vielleicht nicht einfach reißen, sondern vorsichtig abziehen. Hier ist noch ein bisschen Kleberrückstand. Konnte ich wunderbar abreiben. Und dann habe ich ziemlich gerade. An das erste Stück hier ist noch mal ein Element, das muss ich noch rausklippen. Da ist es, das rangesetzt. Und jetzt ist hier außen das, was ich einfach abschneide. Gerade ohne eng zu bleiben. Ist ja schon gestanzt, schneide ich hier noch ab. Und so setze ich das den ganzen Filmstreifen fort. Und genauso mache ich das logischerweise auf der anderen Seite. Umdrehen und wieder meine Stanze nehmen. Schneideseite, außen hin, anlegen, Washi-Tape, auflegen. Ja, mit der Stanze kannst du natürlich noch tausend andere Sachen machen, aber für die Filmstreifen fand ich sie, wie gesagt, absolut passend. Ja, und dann setze ich meinen ganzen Streifen sofort, kann dann die Fotos nehmen, je nachdem, was ich habe. Ich habe hier immer noch Magdeburg. Du könntest dir auch in jeder Breite zuschneiden, einfach ein bisschen ausmessen, wie viel Platz du als Überstand haben möchtest und wie viel die Stanze da an Platz ringsherum braucht. Ja, dann werden die Bilder einfach der Reihe nach gesetzt. Ich weiß gar nicht, ist die Kirche auch Magdeburg? Ich glaube nicht, die gehört wieder woanders hin. Ja, 5-Minuten-Tipps, das heißt, das war's schon für heute. Mein Album geht demnächst weiter. Ich habe hier so ein bisschen, will nicht sagen Zeitproblem, eher ein Organisationsproblem, dass ich alle Ideen unterkriege, die ich noch für dich habe. Ich hoffe, dir hat dieser Tipp gefallen. Gib mir gerne einen Daumen hoch. Und hier geht's weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps. Also bleib dran und sei gespannt. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin,
Deine Angela von der Stempelfamilie.